Räumlichkeiten oder wir haben ja dort auch schon in dem großen Foyer Paul-Löbe-Haus-Veranstaltungen gemacht, auch Lesungen durch die Stadt. Zehntausende folgen den Särgen der sieben Matrosen, die am Weihnachtstag von Truppen, die der Volksbeauftragte Ebert gerufen hatte, bei einem Sturm auf das Stadtschloss getötet wurden. Die Matrosen waren bereits das zweite Opfer der Regierungspolitik Eberts. Schon am 6. Dezember kamen 16 Menschen ums Leben, als Truppen, Arbeiter und Soldatenräte verhafteten und Ebert zum Präsidenten ausriefen. Ein Putsch, der zusammenbrach. Die Gesellschaft aus dem furchtbaren wirtschaftlichen Zusammenbruch herauszuführen. Produktionsmittel sind in ungeheurem Maß vernichtet. Millionen Arbeitskräfte hingeschlachtet. Aus all dieser blutigen Wirrsal und dem gähnenden Abgrund gibt es keine Hilfe, keine Rettung als im Sozialismus. Was hat dieser Krieg anderes von der bürgerlichen Gesellschaft zurückgelassen als einen gewaltigen Trümmerhaufen?